Mein Name ist Sigmund Königsberg und ich bin der Beauftragte der jüdischen Gemeinde zu Berlin gegen Antisemitismus. Die Religionsfreiheit wird geschützt laut Grundgesetz. Und was ich sagen kann, dass wirklich hier für uns Juden die Ausübung der jüdischen Religion seitens des Staates nicht nur ermöglicht, sondern geschützt wird. Ich empfinde es als sehr beruhigend, dass vor unseren Synagogen Polizeibeamte stehen, die uns schützen. Es wäre mir natürlich viel lieber, wenn wir die Beamten nicht bräuchten, wenn wir keinen Schutz bräuchten. Aber wir haben ja gesehen, gerade noch vor einigen Wochen wurde ja versucht, eine Synagoge in der Brunnenstraße mit einem Molotow-Cocktail anzugreifen, dass dieser Schutz leider notwendig ist. Es wäre viel besser, wenn wir hier alle Tore öffnen könnten und wir alles offen gestalten könnten. Das ist leider derzeit nicht möglich und ich würde mich sehr freuen, wenn ich es erleben würde, wenn sich das hier ändern würde. Das ist hier für mich sehr, sehr wichtig. Der Staat schützt aktiv die Ausübung der Religion. Er lässt die Religionsgemeinschaften damit nicht alleine. Und das Zweite ist natürlich auch, dass die Ausübung der Religion mit dem täglichen Leben nicht immer unproblematisch läuft. Während zum Beispiel die christlichen Feiertage wie beispielsweise Weihnachten, Himmelfahrt, Ostern, Pfingsten durchweg gesetzliche Feiertage sind, ich glaube in allen Bundesländern, ist es bei jüdischen Feiertagen nicht der Fall. Und so gehen die meisten jüdischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Weg, dass man, um sich eine Diskussion da beispielsweise im Betrieb zu ersparen, ob man an dem Tag frei bekommt oder nicht und so weiter, zur Religionsausübung, man nimmt einen Tag Urlaub, weil es einfach einfacher ist, es ist pragmatischer. Der Begriff des Feiertags, der christlich geprägt ist, ist überhaupt nicht mit dem Jüdischen kompatibel, weil im Judentum beispielsweise bedeutet, ein Feiertag, wenn man das beachtet, dass man nicht nur nicht arbeitet, sondern wirklich gar nichts erschafft, auch zum Beispiel auch kein Funken. Licht anzünden ist beispielsweise an den Feiertagen wie am Schabbat auch verboten. Autofahren ebenso oder Handy benutzen, Computer benutzen. Das sind alles Sachen, die observante Jüdinnen und Juden nicht machen. In den Schulen, da ist, zumindest kann ich das für Berlin sagen, eindeutig geregelt. Da sind jüdischen Schüler vom Unterricht befreit an den jüdischen Feiertagen, die auch im Staatsvertrag zwischen dem Berliner Senat und der jüdischen Gemeinde geregelt sind. Gibt es die relativ einfache Lösung. Ein bisschen schwieriger ist es dann, und zwar an den Universitäten oder an den Hochschulen, wenn jetzt mal relevante Prüfungen, nicht nur einfache Klausuren, sondern relevante Prüfungen gerade an jüdischen Feiertagen terminiert werden, was schon zuweilen an Rosh Hashanah das meiste, oder Yom Kippur vorkommt. Beide Feiertage sind im Herbst. Dass dann an solchen Feiertagen jüdische Studierende gezwungen sind, einfach an dieser Prüfung teilzunehmen. Ist oft da keine Empathie dafür da, dass eben hier jüdische Studierende auch nicht teilnehmen können. Manchmal muss ich mir da den Hinweis erlauben, kein Mensch käme auf die Idee, am 24. Dezember, was kein Feiertag ist, eine prüfungsrelevante Klausur anzusetzen. Das ist hier so ein bisschen das ein Thema, wo es ein bisschen schwieriger ist. Da gibt es noch mehr Optimierung. Da sollte man doch überlegen, wie man da hier auch in einer
multikulturellen und multireligiösen Stadt hier den verschiedenen Bedürfnissen doch mehr Rechnung trägt.